Wir standardisieren Schaltanlagen wahlweise mit oder ohne Energiemanagementsysteme für international filialisierende Kunden im Jahr in etwa 4000 Anlagen. Also ich sehe da drei wesentliche Punkte bei uns. Es ist natürlich auf der einen Seite just in time bei gleichbleibend hoher Qualität. Dann zum zweiten ist es sicherlich Ökologie. Und der dritte Punkt, der wäre Meeting Place Factory bei uns. Das Thema Meeting Place Factory, denke ich, ist eine krasse Nummer. Wir möchten jetzt, dass die Fabrik eine Begegnungsstätte wird. Das heißt, dank der Automatisierung, die wir haben und dank der KI, möchten wir tatsächlich, dass der Mitarbeiter im Fokus ganz einfach diese Community-Fabrik hat und deshalb gerne in die Arbeit geht. Sicherlich noch zum Arbeiten, aber zu extrem flexiblen Zeiten und mit einem extrem hohen Anteil an Automatisierung. Ja, unser Arbeitsplatz 4.0 zeichnet sich dadurch aus, dass der Arbeiter erkannt wird anhand eines RFID-Armbands, auch die Koordinaten, wo gerade sein Standort sich befindet und dadurch letztendlich das Werkstück zu dem Arbeitnehmer direkt hingebracht wird, an dem er jetzt dann arbeiten soll. Der ganze Arbeitsplatz ist ergonomisch gestaltet, ist automatisch ergonomisch. Er fährt automatisch auf die richtige Höhe, sodass der Mitarbeiter nur gute Bewegungen für seinen Rücken machen muss. Unter Ökologie verstehen wir auf der einen Seite, dass wir alte Schaltanlagen zurückkaufen und da Teile, die wir endlos verwenden können, auch weiter verwenden. Da werden wir von der KI ziemlich unterstützt. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Und zwar haben wir natürlich noch einen gewissen Zukauf an Rohstoffen, die wir nicht zirkulär gewinnen können. Da machen wir es folgendermaßen, dass wir eigene Wälder aufforsten, um den Anteil an CO2, der bei der Produktion dieser Materialien entsteht, auch zu kompensieren. Wir nehmen unsere alten Schaltschränke von Mangelberger wieder zurück, erkennen automatisch anhand von dem QR-Code, um welche Anlage es sich handelt. Wir haben endlos wiederverwertbare Bauteile in den Schaltschränken verbaut. Die sind seit 20 Jahren unverändert, daher ist es gar kein Problem, die wiederzuverwenden. Die KI erkennt automatisch, um welchen Schaltschrank es sich handelt und gibt uns über den Bildschirm die Hinweise, welche Bauteile auszubauen sind und wiederverwendbar sind. Gewisse Teile können nicht endlos wiederverwendet werden, die werden separat getrennt. Der Kunststoff wird granuliert und dadurch werden aus dem Kunststoff werden wieder neue Teile gespritzt. Bei alten Klemmen werden die Werkstoffe getrennt und aus dem Kunststoffgranulat neue Teile gespritzt. Wir bauen Schaltschränke mit Hirn. Alle unsere Verbräuche werden an einer Datenbank erfasst. Wir haben dann Erfahrungswerte, was die jeweiligen Verbraucher denn wirklich an Strom ziehen. Und als kleines Beispiel kann ich da zum Beispiel bei einem Discounter die Lichtbänder nehmen. Da weiß ich einfach, was ich Versicherungsgrößen verwenden muss. Anhand von diesen Analysen und Auswertungen, dass unser Cloud-Engineer-System da fährt. Und da bekommen wir alle unsere Stromverbräuche, die ganzen Mittelwerte, die ganzen Durchschnittswerte auf unsere CAD gespielt. Und anhand von dessen können wir die richtigen Sicherungsgrößen dimensionieren. Automatisierung und KI hat sicherlich Vorteile. Prozesse werden strukturiert, Prozesse werden laufend verbessert, aber im Wesentlichen von Maschinen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und du kannst dich da als Mensch schon zurücklehnen und kannst die Maschine lernen lassen und kannst die Maschine tun lassen. Nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, dass er pro Jahr diese KI oder diese Automatisierung immer mal für einen bestimmten Zeitraum, ich sage mal 4 Wochen, abschaltet, um zu sehen, wo er selbst noch steht.